Ich gebe ihm richtig Nackenmassage jetzt. Ja, Digga, bist du der Goat? Ja, Messi? Bitte, bitte, Messi, like das Bild. Hier seht ihr es. Messi Store hat mein Bild hochgeladen. Messis Account sagt Messi Store, bitte sieht es. Ist das Messi oder was? Hey, ja, servus. Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem Messi-Vlog, Leute. Ihr seht es auch hier schon mit dem Messi-Trikot am Start und mit seinem Mathe-Tee auf Messi angelehnt. Den trinkt er immer und viele andere Fußballspieler. Ich glaub's gar nicht. Ich habe einfach eine Kooperation mit der offiziellen neuen Messi-Marke, die vor ein paar Monaten gegründet wurde. Ich habe mir nämlich ein Trikot gekauft zu Weihnachten selber. Dieses Ballon d'Oro-Shirt blende ich hier mal ein. Dann auf einmal kommentieren die einfach unter meinem Bild, weil ich die halt markiert habe. Ich so, oh mein Gott, vielleicht komme ich so an Messi ran. Und dann sind wir in Kontakt getreten und jetzt haben wir einfach eine Partnerschaft, Leute. Es gibt auch einen Code WISCABASA20, wo ihr einfach 20% sparen könnt auf dem Messi Store. Im Auto befinden sich jetzt schon mehrere Pieces von Messis Klamotten. Mit seinem Mathe-Tee, Alter. Ist so geil, ich trinke den wirklich jeden Tag. Er trinkt ihn halt wirklich jeden Tag. Das ist Kürbiskern, Leute, für das Aroma, damit der Mathe-Tee sich richtig schön einwirkt. Bevor wir euch die Klamotten zeigen und ein paar Bilder schießen, würde ich sagen, brauchen wir erstmal was zu essen. Ich hätte schon Bock auf so ein richtig geiles argentinisches Rumpsteak. Du sagst es. Wie Messi immer ist, ne? Du sagst es. Ja. Dann lass mal Argentinier suchen, Bro. So, Leute, ich muss mir kurz mein Steak erstmal vorbereiten. Perfektes Steak, Digga. Was ist das für ein Edelrestaurant? Argentinien eingeflogen, Digga. Bro, aber wir brauchen erstmal ein bisschen Stimmung, ne? Mach mal die Musik aus Messi rein, bitte. Messi? Som la Blaugrana. Wir machen heute auf jeden Fall ein paar coole Bilder, weil die Messi-Insta-Seite meinte nämlich zu mir, wenn es ein cooles Bild ist, dann posten sie es sogar direkt in ihrem Feed. Und schaut mal, wen Messi abonniert hat. Selbstverständlich natürlich seine Marke. Genauso wie Antonella. Und das Krasseste, es ist nicht immer der Fall, aber manchmal liked sogar Messi die Bilder, Antonella sogar fast immer. Das heißt, Leute, die Wahrscheinlichkeit, dass Messi das Bild sieht, ist ultra hoch. Dass er es liked, ist auch hoch, wenn Messi einfach das Bild liked. Deswegen müssen wir uns krass Mühe geben bei den Bildern, damit es fresh aussieht. Wir sind jetzt hier am Nymphenburger Schloss, Leute. Ey, die wollen alle essen, ne? Wollen Sie Mathe-Tee? Jungs, Mathe-Tee? Hä, was geht ab, Bruder? Bro, die können schon zuschnappen, ne? Wie viele das sind, ne? Richtig Bodenkrieg hier. Jungs, 9 gegen 9 Herrschaft. Ich zeige euch jetzt die Klamotten. Hier direkt ein Highlight, und zwar hier diese Camouflage-Weste. Hier steht auch Messi drauf. Hier beim Reißverschluss auch nochmal. Wenn man die umdreht, auch nochmal Messi. Messi. Und dann hier auch nochmal unten. Messi, wie geil ist diese Weste, Leute. Und die können wir schön kombinieren mit diesem Messi-Sweater. Richtig fresh auch. Und das Geile ist, Leute, wenn man hier die Ärmel umkrempelt. Hier ist die Nummer 10. Und, anderer Ärmel. Bam, Digga. Messi. Auch richtig, richtig geil. Hier dieser blaue Messi-Hoodie. Richtig gute Qualität auch. Und hier von hinten, gönnt euch, steht auch nochmal Messi. Bei der Kapuze. Auf der Seite ist auch noch die Nummer 10. Beste Nummer. Die ganzen Sachen übrigens kamen auch hier in so einer Verpackung drauf, wo außen auch nochmal Messi steht. Hier die Etiketten und so. Machen wir nochmal eine Diskussion in den Kommentaren, Leute. Wer ist der Beste aller Zeiten? Eurer Meinung nach, schreibt es in die Kommentare. Bei mir eindeutig Messi. Ja, der sagt auch Messi, ne? Ja. Leo Messi Gold Shirt, wo wir nachher für ins Streichelzoo gehen, um mit der Ziege das Bild zu machen. Messi hat ja 6 Ballon d'Or gewonnen. Hier müssen auch 6 goldene Bälle sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, würde ich sagen, machen wir jetzt das erste Bild. Geht ab, Bruder. Gib Check. Leute, richtiges Messi-Model, Kappa. Das ist das Outfit. Weste mit dem Messi-Sweater. Gönnt euch mal diesen Hintergrund. Richtig geiles Gebäude. Sollen wir hier das erste Bild machen, ne? So sieht man alles. 3, 2, 1, go. Digga, nice. 10, Digga, hier. Schön, Alter. Was ein Shot von dir, Digga. Kameramann oder was? Direkt auch oder was? Mach du auch mal, Digga. Ja, Mann. Heftiger Typ, Alter. Erster Shot ist drinnen. Jetzt fahren wir in Streichelzoo. Let's go. Hey, Mercedes. Ja, bitte. Fahr uns in die Tierparkstraße nach München. Die Route wird berechnet. Yeah. Hey, wir fahren jetzt 10 Kilometer zu einer Ziege, Alter. Wir sind beim Zoo angekommen und schaut mal, zufällig ist hier einfach eine Ziege aus Stahl oder was auch immer. Messi hat ja auch ein Bild mit einer Ziege gemacht. Sieht man alles so gut, Ziege? Ja. Ein Headglitch. Junge. Ja, passt. Cool? Ja.
okay. So, Leute. Übrigens, hier ist der Eingang. Oh, fuck, sorry. Ich glaub's nicht, Leute, ne? Der Zoo hat nur noch eine halbe Stunde offen. Wir müssen einen kompletten Preis zahlen fürs Tagesticket. 30 Euro, Digga, um kurz die Ziege zu sehen. Wir wollten nur zum Streichelzoo. Und ich sag mal nur so, wir wollen nur zum Streichelzoo. Naja, muss ganzen Preis zahlen. Egal. Machen wir gerne für euch. Da vorne sehe ich schon die Ziegen, Digga. 30 Euro gezahlt für das hier? Ich bin der Goat, Alter. Siehst du doch hier. Goat. Hep, hep. Sieht man so? So ein freshes Bild? Ich gebe ihm richtig Nackenmassage jetzt. Ja, Digga, bist du der Goat? Ja, Messi? Wieso hast du das letzte Spiel nicht getroffen und wir sind ausgeschieden gegen Bilbao? Oh, Digga, Double Goat. Ronaldo ist auch im Start. Hey Digga, das macht voll Spaß. Ich könnte es den ganzen Tag machen, ne? Die Leute denken sich auch, was läuft da rum hier mit dem T-Shirt, wo Goat steht. Hoffentlich, Leute, betet für mich. Messi soll das Bild liken. Leute, lasst mal einen Daumen nach oben da, was wir alles hier für dieses Video für euch machen, ne? Ich hatte noch nie so Lachanfall, ne, gerade eben, als wir die Bilder gemacht haben. Ich bin gestorben. Oh, das Bild ist schon Baba, Digga. Goat. Ah, da sieht man das Shirt nicht ganz, ne? Da, das ist gut. Oh, Digga. Das ist Messis Sohn, Bro. Thiago, Matteo und so. Mit denen spiele ich Multiteam, Bro. Dann fahren wir jetzt zum letzten Spot, noch einen blauen Hoodie und dann hoffen wir auf Messis Like. Around the World muss auch noch sein heute, ne? Ja, Mann. So, Leute, letztes Outfit an, Digga. Hier der blaue Messi Hoodie. Let's go. Erstmal Around the World raushauen, oder? Tja, der muss immer dabei sein. Digga, brauchst du Messi oder was? Messi ist im Start. Was ein geiler Hintergrund haben wir hier schon wieder. Wir sind jetzt hier beim Königsplatz in München. Ich brauche jetzt mal einen Messi-Blick. Heftig, Junge. Okay, warte. So. So wie Messi mit seinem Hoodie. Los, Messi! Jetzt heißt es nur noch abwarten und Tee trinken, Mathe-Tee, bis Messi Store das Bild hochlädt. Oh mein Gott, paar Tage später und jetzt hat die Messi-Page einfach mein Bild hochgeladen. Ich freue mich so heftig. Aber das Ding ist, ihr hört es vielleicht schon, ich gucke gerade Betis gegen Barca und das heißt, Messi kann das Bild gerade gar nicht liken. Höchstens seine Frau Antonella, auf den Like hoffe ich auch. Das heißt, Leute, wir müssen abwarten, bis das Spiel aus ist. Hier übrigens, schaut mal, eine 99er Footkarte, die ich bekommen habe von Scuff, richtig nice. Oh, Digga, bitte, bitte, bitte like Messi das Bild nach dem Spiel. Und hoffentlich gewinnt auch Barca, die sind ja 2-1 in Rückstand, sonst hat er schlechte Laune und liked's nicht. Ich habe ein unterschriebenes Messi-Trikot. Ich pack dann hier den Screenshot, falls es liken sollte, auch noch rein und druck das aus. Bitte bringt mir das alles Glück. Bitte, bitte, Messi. Like das Bild. Safe denkt sich der ein oder andere so, Anton, warum übertreibst du so? Aber Leute, das bedeutet mir so viel. Hier seht ihr es. Messi Store hat mein Bild hochgeladen. Die ganzen Kommentare sind auch von euch voll, Leute. Danke für den Support. Ich habe euch gesagt, markiert Messi und postet das Goat-Emoji. Alter, bitte sieht er's. Einfach Messi-Marke. Ich pack mein Leben nicht, ne? Hier seht ihr es nochmal, Leute. Messis Account. Zack, Messi Store. Bitte sieht er's. Entschuldigt erstmal den Weihnachtsbaum. Ja, ich weiß, wir haben schon Februar. Nach ewig langem Warten, es sind einige Tage vorbei, verrate ich euch, ob Messi mein Bild geliked hat. Ihr wisst ja, ich bin der krasseste Messi-Fan, den es, glaube ich, nur überhaupt gibt im deutschsprachigen Raum, der das so öffentlich auslebt. Ich liebe Barcelona über alles, Leute. Mein Kanal heißt so, seit 2005 bin ich Barca-Fan. Und mein allergrößter Traum ist es, eines Tages mit Messi ein Video zu machen. Ich habe jetzt mittlerweile auch schon sehr gute Kontakte. Ich habe den Social Media Manager von Barca in WhatsApp oder auch hier über Messi Store. Aber es ist einfach extrem schwierig, Leute. Ich glaube daran, dass eines Tages dieser Traum in Erfüllung geht. Vielleicht auch über eine Firma wie Adidas oder so. Ich habe keine Ahnung, Leute, aber ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich habe schon so viele verrückte Sachen auf meinem Channel hochgeladen, wie ich zum Beispiel mir die Haare wie Messi gefärbt habe. Oder als ich bei Burak zu Hause war, ich habe mich wie ein kleines Kind gefreut, als ich erfahren habe, dass er so einen ähnlichen Hund hat wie Messi. Oder einfach, wenn ich im Stadion bin und ja, Messi spielen sehe. Oh! Es sind 2 Tage vergangen seit der letzten Aufnahme und jetzt checken wir es ab, ob Messi das Bild geliked hat. Jetzt sind wir auf dem Account von Messi Store. Hier seht ihr schon auch mein Bild. Hier zum Beispiel Leo Messi, gefällt es einfach unfassbar. Also die Wahrscheinlichkeit, dass er es liked, war einfach so extrem hoch.
Und jetzt lösen wir das Ganze auf. 20.000 Likes, meine ganzen Kollegen hier. Ich folge ja Messi, das heißt, er muss in der Liste sein. Ist es aber leider nicht. Er hat es leider nicht geliked, Leute. Genauso auch seine Frau nicht. Richtig, richtig schade, aber ich bin mir sicher, Leute, er hat es auf jeden Fall gesehen, weil Messi folgt auch nicht so vielen Leuten. Das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass der Messi-Store ein Bild von mir hochlädt. Das heißt, Leute, den Like kriegen wir auf jeden Fall. Aber allein, dass ich schon weiß, dass er es zu 99,9% gesehen hat, ich übertreibe jetzt wahrscheinlich schon wieder, aber Leute, das erfüllt mich einfach mit Stolz, ohne Witz, dass er einfach mal mein Gesicht gesehen hat. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen, für euren Support, das Video hat mega Spaß gemacht, lasst ein Abo da, falls ihr mich noch nicht abonniert habt und ich würde sagen, Vizca y Barça, haut rein und ciao.